Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4, Antrag der Fraktion der Piraten, Drucksache 19-031-G9 für Nordrhein-Westfalen jetzt. Ich öffne die Aussprache und erteile für die Fraktion der Piraten der Frau Kollegin Pieper das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, lassen Sie mich einen Satz vorwegschicken. Heute ist Weltlehrertag und ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich bei allen Kollegen bedanken, die sich Tag für Tag für die Kinder und Jugendlichen in diesem Land engagieren und das nicht immer unter einfachen Bedingungen. Ich stelle fest, das G8 ist in NRW gescheitert. Es fehlt an Akzeptanz. Es fehlt an Akzeptanz bei Eltern, Schülern, Kolleginnen und Kollegen. Wir haben schon zu Beginn des ersten Rundetisches ein Ausstiegsszenario gefordert, falls der Rundetisch scheitert. Da war die Empörung in diesem Haus riesengroß. Wie können wir es wagen, dazu sagen, lasst uns gucken, was passiert, wenn es nicht klappt. Heute stellen wir fest, hätte man damals auf uns gehört, könnten wir heute auf einem ganz anderen Niveau debattieren und gucken, wie wir aus dem Mist wieder rauskommen. Sagen wir es mal ganz deutlich. Und es ist doch wie im wahren Leben. Am runden Tisch war man sich einig, dass die Einführung des G8 ein Fehler war. Und ich kenne es nur so, wenn ich zu Hause in meinem Leben einen Fehler mache und ich sehe das ein oder ich habe das erkannt, dann sehe ich zu, dass dieser Fehler revidiert wird, dass er wegkommt, dass ich einen neuen Weg gehe und gucke, wie kriege ich es besser hin. Und da braucht es auch keinen runden Tisch, keinen neuen. Wenn man Schule vom Kind aus denkt, dann landet man in Bezug aufs Gymnasium zwangsläufig bei G9. Denn nur ein G9 mit einer echten sechsjährigen Sekundarstufe 1 erreicht die von Schülern und Eltern gewünschte Entzerrung und die notwendige Zeit für eine persönliche Entfaltung und Entwicklung in der Schullaufbahn. Nur ein G9 mit einer echten sechsjährigen Sekundarstufe 1 beendet die Abkopplung des Gymnasiums von den anderen Schulformen. Und das ist hier alles lang und breit diskutiert worden. Bei einer Flexibilisierung der Schullaufbahn muss man von einer sechsjährigen Sekundarstufe 1 als Normalfall ausgehen. Andernfalls sind Brückenjahre, Orientierungsjahre nur schöne Namen für eine Wiederholung einer Klasse und sonst gar nichts. Die Entscheidung über die Gestaltung der Schullaufbahn darf nicht allein bei den Gymnasien liegen. Die Schulen wollen diese Auseinandersetzung nicht. Und Frau Gebauer, wir waren bei der gleichen Veranstaltung, da haben die Lehrer gesagt, haben die Eltern gesagt, nein, das möchten wir nicht. Das trägt den Ärger in die Schulen. Das ist in der Schulkonferenz häufig so, dass dann doch der Schulleiter entscheidet, was getan wird. Insofern kann das nicht die Lösung sein. Und Herr Lienkämper ist jetzt leider gerade nicht im Haus oder zumindest nicht im Raum. Sich hier hinstellen und was von Reife erzählen und Wahlalter 16 und von Geschäftsfähigkeit zu reden, aber Kinder, Jugendliche mit 17 an eine Universität schicken, die in einer anderen Stadt ist, ich rege mich jetzt wirklich auf, wo Schüler in dem Alter alleine leben, alleine gucken müssen, wie sie zurechtkommen. Aber sagen, sie dürfen nicht wählen mit 16. Das muss mir hier mal jemand erklären. Das ist doch wohl nicht nachvollziehbar. Warum zum nächsten Schuljahr? Die grundlegenden Probleme der Schulzeitverkürzung am Gymnasium sowie die mangelnde Akzeptanz sind lange bekannt. Es bringt nichts, jetzt noch länger zu warten, bis man daran geht, die Fehler aufzuräumen. Ich finde, es sollten keine weiteren Jahrgänge in die verkürzte Schullaufbahn geschickt werden. Und die Frau Ministerpräsidentin hat heute Morgen hier erklärt, wir machen Politik für die Menschen in NRW. Die Umfragen belegen, NRW will kein G8. Und wenn wir die Menschen in diesem Land ernst nehmen und die Ministerpräsidentin beim Wort nehmen, dann sorgen wir dafür, dass das G9 nächstes Jahr wieder eingeführt wird. Kein einziges Bundesland, das an NRW grenzt, hat am G8 festgehalten. Erklären Sie mir, warum sollen nicht auch die Schüler in NRW alle in den Genuss einer umfassenden Bildung kommen? Warum sollen die Schüler in NRW nicht die Zeit dafür bekommen, wie es in anderen Bundesländern üblich ist?
Im Vergleich zu einer Verkürzung ist die Organisation einer Verlängerung relativ einfach zu organisieren. In anderen Ländern hat man es vorgemacht, da kann man sich dran orientieren. Außerdem gibt es auch hier in NRW einige neue Gymnasien, an deren Konzepten man sich orientieren kann. Lassen Sie uns endlich gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Thema zur Ruhe kommt. Schaffen wir ein Gesetz, das die Rückkehr zu G9 für das Schuljahr 17/18 ordentlich regelt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Pieper. Und nun spricht für die SPD-Fraktion Frau Vogt-Köppers. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Pieper, vorweg will auch ich mich natürlich Ihrem Dank an die Kolleginnen und Kollegen in den Schulen vor Ort anschließen. Und ich gebe Ihnen in diesem Punkt ausgesprochen recht, dass es viele, viele Lehrer gibt, die sehr, sehr engagiert sind und die unglaublich Gutes an unseren Schulen leisten. Wenn ich aber Ihren Antrag zum Thema G8, G9 sehe, dann fällt mir leider nur das Sprichwort ein, dass vom Wiegen eben die Sau nicht fett wird. Ich kann ja verstehen, dass Sie zum Ende der Legislaturperiode sagen wollen, wir waren die Partei oder die Fraktion, die die meisten Anträge zur Wiedereinführung von G9 gestellt haben. Aber das bringt uns sachlich in der Diskussion nicht weiter. Und ich bin der festen Überzeugung, und mit mir meine Fraktion, dass Ihrem Antrag jetzt zu folgen nicht nur falsch, sondern auch verantwortungslos wäre. Der Fehler, der bei der Einführung von G8 und G9 gemacht worden ist, war, dass die Einführung völlig überhastet war und vor allen Dingen die Einführung völlig kompromisslos vorbei an allen Argumenten zu modifizieren oder anders zu gestalten, die G8-Reform gemacht wurde. Das Gesetz wurde am 28. März hier in diesem Haus eingebracht. Am 5. April fand die erste Lesung statt. Am 21. Juni war die zweite Lesung. Am 22. Juni, nur einen Tag später, die Verabschiedung. Am 1.8. trat das Gesetz in Kraft. Das heißt, innerhalb von 4 Monaten wurde dieses Gesetz durchgepeitscht. Die schwarz-gelbe Mehrheit hat die Gesetzesänderung im Schweinsgalopp durch den Landtag gejagt und sich wenig um Kritik an den Inhalten oder dem Verfahren gekümmert. Das ist zum Beispiel, ja, Frau Pieper, da haben Sie recht, die Verkürzung der Sekundarstufe 1 gewesen, die zu enormen Stress bei Kindern führte, wurde damals ohne Wenn und Aber vom Tisch gewischt, da stimme ich völlig zu. Der Fehler, meine Damen und Herren, andere Argumente nicht zu hören und sie nicht zu bedenken, wird sich in unserer Verantwortung nicht wiederholen. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Ministerin hat für Ende dieses Monats erneut einen runden Tisch einberufen. Gemeinsam mit allen bildungspolitischen Partnern und Partnern wollen wir über die Erkenntnisse und Entwicklung zum Thema sprechen. Wir halten das Expertengremium für den richtigen Kreis, um zusammen Überlegungen anzustellen, wie das Gymnasium zukünftig aussehen soll. Es war der runde Tisch, der vor 2 Jahren mit großer Mehrheit dafür war, von einer generellen Rückkehr zu G9 abzusehen. Und es war nicht davon die Rede, dass es ein Fehler war, zu G8 zu gehen. Aber genau der gleiche runde Tisch hat gesagt, es wäre ein noch größerer Fehler, die Rolle rückwärts zum G9 zu machen. Das war einhellige Meinung des runden Tisches. An diesem Votum haben wir unsere Politik ausgerichtet. Eine Politik, die ich nach wie vor für richtig halte. Politik mit Beteiligten zu machen, aus Betroffenen Beteiligten zu machen, dass Beteiligte ihre Meinung ändern, war nicht voraussehbar, aber durchaus legitim. Nun haben sich Player in diesem Prozess eine andere Meinung gebildet und darauf wollen wir Rücksicht nehmen. Die Diskussion ist fortgeschritten, aber die Diskussion kann nicht heißen, alles, was wir an Erkenntnissen getroffen haben und was sich an Meinung gebildet worden ist, wird über den Tisch gewischt und auch dieses Mal gehen wir ohne Argumente zu bedenken in die Position einfach zurück zu G9. Tun ja so, als würde das Ganze gestern
Wir werden die Diskussion um G8 und G9 nicht befrieden, indem wir hier und heute eine Systemumstellung zum kommenden Schuljahr beschließen. Ganz im Gegenteil. Wir können nur zu einer guten Lösung und breiter Akzeptanz kommen, wenn wir eine umfangreiche Diskussion führen, an der alle teilhaben und vor allen Dingen, in der sich alle wiederfinden. Wir als SPD gehen natürlich mit einer Position in diese Debatte. Wir erkennen an, dass es Kinder gibt, für die die verkürzte Schullaufbahn belastend ist. Es gibt aber auch viele Schülerinnen und Schüler, die mit G8 zurechtkommen. Das ist uns auch in Gutachten bestätigt worden. Ich will an das Gutachten von Frau Professor Ackeren erinnern, die sagt, G8 kann für manche Kinder gut sein, die kommen zu guten Ergebnissen, was nicht heißt, dass es für alle Kinder ist. Deshalb ist es für uns ausgesprochen wichtig, jedem Kind die Zeit zu geben, die es braucht. Das ist der Kerngedanke des Konzeptes, mit dem wir in die Diskussion gehen. Wir sind gespannt auf gute Beratungen. Glück auf. Vielen Dank. Frau Vogt-Küppers, bleiben Sie bitte am Pult. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von der Fraktion der Piraten. Also Frau Pieper hat sie angemeldet, oder für Sie ist sie angemeldet. Bitte schön, Frau Pieper, wenn Sie Ihr Mikrofon aktivieren, dann haben Sie das Herzlichen Wort. Dank. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Frau Vogt-Küppers, Sie sprechen davon, Betroffene zu Beteiligten zu machen. Erstens haben wir ja schon vor 2 Jahren Unterschriften hier gehabt, über 100.000, die sich dafür ausgesprochen haben, das G9 wieder einzuführen. Die letzte Umfrage zeigt, dass 80% aller Eltern für das G9 sind der Lehrer und der Schülerinnen und Schüler. Wann meinen Sie, sollte man diese Betroffenen tatsächlich zu Beteiligten machen und gucken, was die Menschen hier im Land wollen? Dann sagen Sie, es gäbe auch Schüler, die kämen mit dem G8 zurecht. Es ist unbestritten, glaube ich, hier, dass wir die Möglichkeit haben müssen, dass Schüler auch in 8 Jahren zum Abitur kommen können. Aber Ihr Modell bleibt beim G8 und sieht das G9 als Ausnahme vor. Halten Sie es nicht für besser, dann das G9 zu nehmen und zu sagen, dann sollen die etwas fitter sind, tatsächlich eine Chance bekommen, es schneller zu machen, anstatt dass man sagt, na ja, die es nicht so gut auf die Kette kriegen, die müssen halt noch ein Jahr länger bleiben? Frau Pieper, ich denke, dass bei der G8-G9-Diskussion 2 Stränge in der Diskussion verfolgt werden. Das eine ist um die Schulzeit, das andere geht aber auch um Strukturen. Unter anderem auch, das war eine ganz, ganz wichtige Argumentationslinie, auch um den Ganztag an den Schulen. Da wird zum Beispiel von der Elterninitiative gesagt, sie wollen das G9 als Halbtags-G9, so wie wir das G9 immer seit Ewigkeiten gewöhnt gewesen ist. Das ist zum Beispiel eine Frage, die für mich noch nicht abschließend geklärt ist, in welcher Struktur wir das Gymnasium dann gestalten werden. Für mich ist zum Beispiel der Ganztag auch eine ganz entscheidende Frage. Es ist durchaus unbestritten, dass der Ganztag dazu führen kann, dass eine größere Chancengleichheit vorhanden ist. Diese Elemente wollen wir ganz deutlich auch in der Diskussion mit bewerten. Und ich denke, es ist viel zu einfach zu sagen, wir gehen jetzt in das alte G9 zurück, ohne dass wir alle anderen Elemente, die in dieser Diskussion eine Rolle spielen, mitbeleuchten. Vielen Dank, Frau Vogt-Küppers. Und damit rufe ich den nächsten Redner ans Pult. Und für die CDU-Fraktion ist das Herr Kaiser. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, Frau Pieper, der Antrag ist ja nicht neu vom Inhalt her, ist auch populistisch und deshalb ist es sehr schwierig, sich mit ihm in der Sache auseinanderzusetzen, weil die Rückmeldungen, die wir bekommen, umfassen ja 2 Ebenen. Die erste Ebene ist die, dass gesagt wird, G8 funktioniert bei uns ohne Probleme. Und die zweite Rückmeldung ist die, dass sie sagen, mit G8 geht gar nichts, wir müssen komplett zurück zu G9. Wenn man jetzt hingeht und sagt, wir haben eine ideale Lösung, Marsch, Marsch, zurück, dann hat man ja die gleiche Methode drauf, die bei der Einführung von G8 gelegentlich vorgetragen wird, nämlich, dass es zu schnell war. Man käme also jetzt wieder in die gleiche Hektik
würde die gleiche Unsicherheit schaffen und würde die gleiche Situation schaffen, dass man nicht weiß, wie können wir das Ding handeln. Wenn man also seriös unterwegs ist, und die Studie von Professor Dolase ist ja durchaus wert, dass man sich näher damit befasst, dann muss man sagen, wenn man darüber nachdenkt und die Bedenken, die dort wissenschaftlich fundiert sind und auch die Bedenken, die seitens der Landeselternschaft formuliert werden, dann muss man umso sorgfältiger sein, weil eine populistische Lösung kann uns nicht zum Ziel führen. Und das ist der Hintergrund, warum wir sagen, diesem Antrag können wir nicht zustimmen, weil wir einfach der Meinung sind, ich will das kurz zusammenfassen, jede Änderung bedarf guter, überlegter Vorbereitung. Schnellschüsse, wie dieser, wie er hier vorgeschlagen wird, ist an der Oberfläche, wird nicht zum Erfolg führen, ist auch nicht Politik seriös. Und drittens, ständig gleiche Anträge werden auch da nicht besser, dass sie wiederholt werden. Deshalb werden wir den Antrag ablehnen. Schönen Dank. Dankeschön, Herr Kaiser. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Frau Beer. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kollegin Pieper, ja, der Dank an die Kollegen und Kolleginnen, der ist berechtigt, nicht nur am Tag des Lehrers, sondern und der Lehrerinnen auch, sondern wirklich an jedem Tag, weil sie ihre Arbeit mit Leidenschaft tun, mit Engagement, und man kann es nicht oft genug sagen. Da stimme ich Ihnen zu. Aber dann müssen wir uns auch gemeinsam fragen, womit beschäftigen wir denn die Kollegen und Kolleginnen? Wollen wir uns mit der Weiterentwicklung beschäftigen oder beschäftigen wir uns mit Abwicklung und Rückabwicklung und halten dadurch Unterrichtsentwicklung und Schulentwicklung insgesamt auf? Das ist die Gretchenfrage, die wir beantworten müssen. Und deswegen plädiere ich sehr dafür, nach vorne zu entwickeln und nicht rückabzuwickeln. Und das ist jetzt auch die Linie, die wir in dieser Diskussion gerne betonen wollen. Und in einem Punkt will ich noch mal sagen, Sie haben darauf hingewiesen, rund um Nordrhein-Westfalen hat es in der Tat Diskussionen gegeben, ob Niedersachsen, ob Hessen, die aber auch nicht befriedet sind, obwohl sie Wege eingeschlagen haben, Niedersachsen komplett zurück zu G9, herrscht keine Ruhe in der Schulentwicklung. Und in Hessen ist das auch nicht so. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine ganz andere Landschaft. Von vornherein die Wege zu G9. Und die sind nicht despektierlich, wenn man seine Kinder zu einer Gesamtschule schickt und da das Abitur nach 9 Jahren macht. Das werfe ich nämlich dann schon sehr deutlich auch den Eltern vor, die eine ganz bestimmte Lobbyarbeit machen und Aussagen treffen, dass es eben nicht akzeptabel ist, sein Kind an einer Gesamtschule das Abitur machen zu lassen. Und ich kann mir nicht vorstellen, Frau Kollegin Pieper, dass Sie so etwas mittragen. Deswegen fand ich auch das Bejubeln der Veranstaltung dort in Dortmund etwas merkwürdig. Und auch in einem anderen Punkt. Sie haben diesen Antrag überschrieben, G9 jetzt. Und das steht genau für die Eltern, die jetzt einen Schulgesetzentwurf vorgelegt haben, in dem sie anderen Schulformen 8 Unterrichtsstunden wegnehmen wollen, um diese Reform zu finanzieren quasi, um sie gegenzufinanzieren. Das steht da. Schauen Sie bitte auf die Seite von G9 jetzt, denn da heißt es, die SEC 1 darf nur noch 180 Stunden betragen, das heißt 8 Stunden wegzunehmen, den Gesamtschulen, den Realschulen, den Hauptschulen, den Gemeinschaftsschulen, den Sekundarschulen. Das ist so. Ja, und das muss man dann auch sehen, welche Interessen sind da, und das machen wir nicht mit. Das sage ich sehr deutlich. Anderen Schulformen die Unterrichtsstunden wegzunehmen für dieses Modell einer Halbtagsschule, die auf ein ganz bestimmtes Familienbild und Gesellschaftsbild auch hinweist, da bin ich bei der Kollegin Vogt-Küppers. Nein, darüber müssen wir diskutieren, und das in der Tat müssen wir diskutieren, und das muss auch ein Thema am runden Tisch sein. Die Qualität des Unterrichts und die konsequente Unterrichtsentwicklung, das individuelle Fördern, das ist doch jetzt wirklich der Punkt, worüber wir uns unterhalten müssen. Es geht nicht um die Heiligsprechung des G8, es geht nicht um die Heiligsprechung des G9. Denn wir wissen ganz genau, da bin ich beim Kollegen Kaiser, es gibt Schulen, die machen das G9
nicht prickelnd und es gibt Schulen, die machen das G8 prickelnd. So, und das, was wir zurzeit auch erfahren an Berichten, ob es die deutschen Gymnasien sind oder andere Reformschulen, die sich auf den Weg gemacht haben, zeigt doch, es geht wirklich um die Qualität des Unterrichts und um das konsequente Umsetzen der individuellen Förderung. Deswegen müssen wir raus aus den lebenden Strukturdebatten. Das ist jetzt die Chance, die wir haben, auch in dem Wettstreit der Modelle, die jetzt miteinander diskutiert werden, da den Weg nach vorne zu finden und zu sagen, wie kann man dem Lerntempo des einzelnen Kindes, dem einzelnen Schüler und der Schülerin gerecht werden. Das ist der Punkt, der nach vorne gestellt werden muss, damit wir uns verabschieden von alten, unfruchtbaren Debatten, die nicht wirklich die Energien in die Schulen dahin lenken, wo sie hin muss, nämlich in die Unterrichts- und in die Qualitätsentwicklung vor Ort. Ich hoffe, dass das auch ein zentraler Punkt sein wird beim runden Tisch, den wir dann nach den Herbstferien ja auch mit selbst beiwohnen können. Ich erinnere auch an dieser Stelle gerne daran, dass auch die Bildungskonferenz schon mal über Brücken und flexible Modelle miteinander diskutiert hat. Und ich glaube, dass in der Tat jetzt die Diskussion weiter fortgeschritten ist und dass wir, nachdem es auch einen Schwenk bei maßgeblichen Akteuren gegeben hat, dazu zählt die Landeselternschaft der Gymnasien in der Tat, deswegen müssen wir miteinander reden, wie geht es jetzt weiter nach vorne, denn eins kann nicht sein, diese beständige Unruhe an den Schulen und der Hilferuf der Schulleitung, den man auch in der Presse vielfach jetzt nachlesen kann. Wir wollen Ruhe an den Schulen, wir wollen die Entwicklung nach vorne und wir wollen auf jeden Fall nicht mit unfruchtbaren Entwicklungen uns beschäftigen müssen und gelähmt werden. Und da bin ich jetzt auch noch mal beim Kollegen Kaiser, der sehr deutlich gesagt hat, was wir nicht brauchen können, und bei der Kollegin Vogt-Küppers. Das, was wir schon mal erlebt haben, dass den Schulen, was auf den Schulhof gekippt werden, und Sie müssen das ausbaden. Wir brauchen sorgfältigen Diskurs und eine Entwicklung nach vorne. Dafür werden wir uns einsetzen. Dankeschön, Frau Beer. Es gibt eine Kurzintervention angemeldet von der Fraktion der Piraten. Frau Beer, insofern können Sie den halben Weg noch mal zurücklegen ans Pult. Und Frau Pieper hat sich zu Wort gemeldet. Frau Pieper, bitteschön. Moment. So, jetzt geht's. Vielen Dank. Liebe Kollegin Beer, zwei Dinge. Erstens, die ständige Unruhe an den Schulen, die wir nicht wollen, die ist meines Erachtens gerade in dem Moment hier ausgebrochen, wo die SPD und die Grünen mit noch viel größeren oder mit großen Strukturumwälzungen kommen. Flexi irgendwas irgendwann. Keiner weiß so genau, was diese Flexi-Schule sein soll. Das wäre eine riesengroße Strukturdebatte meiner Ansicht nach, die Unruhe in die Schule bringt. Insofern verstehe ich nicht, wenn Sie hier sagen, Sie möchten keine Unruhe und keine Strukturdebatte führen, sondern lieber schauen, was in der Schule passiert. Und die nächste Sache ist die, was hier immer wieder gesagt wird, wir kämen jetzt und das sei populistisch und Wahlkampf. Wir haben das schon vor 3 Jahren gesagt, wir haben das immer gesagt. Und da hätten Sie alle hier die Zeit gehabt, das mit uns zu diskutieren. Dann werden hier Anträge abgelehnt, dann werden aktuelle Stunden abgelehnt, dann will man hier nicht darüber diskutieren. Dann kann man sich aber nicht heute hier hinstellen und sagen, ihr kommt hier auf den letzten Drücker und wollt hier kurz auf knapp und das geht nicht bis 2017. Das kann ich dann nicht nachvollziehen. Liebe Kollegin Pieper, als Schulexpertin sollten Sie nicht von Flexi hin und Flexi irgendwas erzählen, sondern Sie sollten die Reformschulen in Nordrhein-Westfalen kennen, das Dolten-Gymnasium, das entsprechend den Deutschen Schulpreis hat, die anderen Gymnasien, Berufskollegs, die sich auf den Weg gemacht haben, längst viel mehr. Sie sollten das Netz Zukunftsschulen kennen in Nordrhein-Westfalen, die an den Konzepten individueller Förderung arbeiten. Also von daher, finde ich, ist unter dem Niveau einer Schulexpertin, wenn sie Flexi irgendwas sagt. Das sind die Schulen, die konsequent arbeiten an individueller Förderung. Und das andere, was Sie gesagt haben, Herr Stamp, schalten Sie sich jetzt in die Bildungsdebatte ein, das ist wunderbar. Also, und der andere Punkt ist doch, wir haben in der Tat miteinander geredet am runden Tisch. Die Verbände haben im April vorgelegt, die Ergebnisse der Befragung. Seitdem hat es eine neue Virulenz gegeben und auch eine neue Dynamik in der Debatte. Wir haben sofort mit den Eltern auch darüber gesprochen und wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir miteinander nach vorne entwickeln müssen. Aber bitte, das hat nichts mit Chaos, das hat nichts mit Beliebigkeit zu tun, sondern hat mit konsequenter Schulentwicklung zu tun, der Schulen, die in Nordrhein-Westfalen so schon arbeiten und die wir uns zum Beispiel nehmen können, weil sie alle aus dieser lebenden Strukturdebatte raus wollen.
Vielen Dank, Frau Beer. Für die FDP-Fraktion spricht nun Frau Gebauer. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fange mal ganz anders an. Ich fange nämlich mit der CDU an. Und wir haben der Presse ja entnehmen dürfen, dass sich die CDU offenbar in unsere Richtung oder die Richtung unserer Vorstellungen bewegt. Das freut uns. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, bei den Kapriolen, die in der Vergangenheit hier vollzogen worden sind, nicht nur bei der CDU, sondern auch dort, heißt es sicherheitshalber auch erst mal abwarten, in welche Richtung sich tatsächlich am Ende entscheidet. Und apropos abwarten, liebe Frau Ministerin Löhrmann, ich bin überzeugt davon, Ihnen hätte ein bisschen Abwarten bei dem neuen Aufschlag zu G8 und G9 ganz gut getan. Gleichwohl ich nicht die Hoffnung hege, dass die Richtung eine andere gewesen wäre. Und was Sie hier als Ihren Vorschlag darbringen, was wir entnehmen dürfen der Presse, das zeigt leider wieder einmal, wie ideologisch die Grünen in der Schulpolitik auch bei der Frage G8 und G9 unterwegs sind. Denn Ihre Vorstellungen zielen, wenn man das Ganze mal wirklich bis zum Ende durchdenkt, diese Vorstellungen zielen nämlich letztendlich auf eine Zerschlagung des bisherigen Schulsystems ab. Also sprich hin, was ich auch immer sage, nämlich zur Einheitsschule und eine Schule für alle. Und das ist ja dann am Ende des Tages auch kein Wunder, dass die Vorschläge aus allen Richtungen weitgehend auch zerrissen wurden. Und meine Damen und Herren, ich komme jetzt von der CDU über die Grünen hin zur SPD. Und wenn man sich das SPD-Modell einmal anschaut, dann kann man zunächst mal denken, ja, es ist eigentlich ein ganz charmantes Modell. Aber auch mit diesem Modell oder bei diesem Modell ist klar, dass den Gymnasien von oben ein Umstellungsprozess übergestülpt wird, ob sie den denn jetzt nun wollen oder nicht. Und es gibt auch in diesem Zusammenhang vielfältige Fragen, die die SPD ehrlich beantworten muss. Und so zum Beispiel nämlich, steigt nicht die Schüler-Lehrer-Relation in der Klasse 10 massiv an, wenn die Klasse der Sekundarstufe 1 zugeschlagen wird? Oder wie ist pädagogisch ausgestaltet, wenn in Klasse 10 zur schriftlichen Prüfung für den mittleren Schulabschluss hingeführt und gleichzeitig die Einführungsphase durchlaufen wird? Und was machen Sie bei Ihrem Konzept, wenn es an einer Schule zu wenig Schüler für Ihr zusätzliches Orientierungsjahr gibt? Oder aber auch zu wenig Schülerinnen und Schüler für die G8-Variante? Kommt dann das Angebot nicht zustande oder wird dann zwangsweise gemischt? Entschuldigung, ich bin Ihnen mitten ins Wort gefallen, das wollte ich nicht. Alles gut. Gestatten Sie eine Zwischenfrage von Frau Vogt-Küppers? Ja, natürlich. Das ist nett von Ihnen, dann schalten wir das jetzt frei, bitte. Vielen Dank, Frau Gebauer, dass Sie mir die Zwischenfrage erlauben. Sie ist, glaube ich, ein bisschen früh. Ich hätte sie in etwas. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der Präsident mich so schnell dran nimmt. Nichtsdestotrotz will ich die Frage stellen. Zunächst Antwort. Natürlich wissen wir, dass Ressourcen bereitgestellt werden müssen. Da werden wir in dem Diskussionsprozess drüber reden müssen. Deshalb diskutieren wir. Für mich stellt sich aber die Frage, die FDP hat ja sehr frühzeitig ihre Kehrtwende angekündigt und insofern stellt sich für mich die Frage, wenn ich jeder Schule freistelle, ob sie G8 oder G9 macht, wer entscheidet wann, wo darüber, welche Form denn die Schule da einnimmt, welche Elternschaft, da habe ich auch noch eine Menge Fragen an die FDP-Fraktion, wo ich gespannt drauf bin, welche Antworten sie haben. Gut, aber hier geht nur eine Frage, bitte schön, Frau Kollegin. Das ist der Unterschied zwischen Ihnen und der FDP. Wir arbeiten erstmal an diesem Konzept und gehen dann mit einem geschlossenen Konzept nach draußen. Sie werfen alle möglichen Varianten jetzt in die Waagschale und jeder darf sich dann was aussuchen, ob er das Abitur in 8, 9, 10, 11 oder 12 Jahren demnächst machen möchte. Und das ist etwas, mit dem wir nicht arbeiten können und was letztendlich auch zur Verunsicherung der Elternschaft führt. So, also. Ich hoffe, wir können das ja gerne nachher noch bilateral klären. Ich würde jetzt gerne noch mal zurückkommen zu dem, was bei Ihnen
letztendlich nicht funktionieren kann. Und das ist ja auch das, was wir momentan sehen. Das ist eine strukturell anders gestaltete und unsichere Oberstufe. Und sie wird dann letztendlich bei Ihrem Modell von den anderen Oberstufen abgekoppelt. Und hier hat ja auch Frau Ministerin Löhrmann sich dazu geäußert und hat ja von der Zersplitterung der einheitlichen dreijährigen Oberstufe auch gesprochen. Und das sehen wir bei Ihrem Modell genauso kritisch. Und letztendlich führt diese wackelige Ausgestaltung auch zu Umsteuerungsprozessen hin, zu Gesamtschulen. Und ich denke mal, das ist auch vornehmlich das Ziel dieses SPD-Konzeptes. Denn Frau Vogt-Küppers, das haben Sie ja nun hier im Plenum auch dargebracht, dass das Gymnasium nicht gerade die Lieblingsschulform der SPD ist. Darüber gibt es sogar im Protokoll ein Vermerk. Also das ist unumstritten. So. Also letztendlich ist es sicherlich dann in diesem Zusammenhang eine Schleifung möglichst vieler Gymnasien hier in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen warne ich auch davor, warne ich die Gymnasien und warne natürlich auch die Eltern davor, dass sie sich hüten, hier auf nett verpackte Konzepte hereinzufallen, wenn hinter ihrem Rücken letztendlich Stück für Stück an der Abwicklung dieser Schulform gearbeitet wird. Für uns, meine Damen und Herren, für uns Liberale steht im Zentrum aller Überlegungen, Frau Beer hat das auch angesprochen, aller Überlegungen die Qualität der gymnasialen Bildung und die individuelle Förderung. Wir wollen die gezielte Benachteiligung der Gymnasien, aller Gymnasien hier in Nordrhein-Westfalen durch Rot-Grün auch endlich mal beenden. Wir wollen mehr Schulautonomie und den Gymnasien eine Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 eröffnen. Wir wollen nicht, Frau Pieper, wir wollen nicht, dass sich alle Gymnasien umstellen müssen. Und wir wollen auch keinen Zwang zu G9 gegen den erklärten Willen der Schulen. Wir wollen diese in Ruhe arbeiten lassen. Und deswegen werden wir Ihrem Antrag auch heute nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Gebauer. Und nun spricht für die Landesregierung Frau Ministerin Löhrmann. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, ich möchte dem Weltlehrertag auch gerne gerecht werden und den Kolleginnen und Kollegen an den Schulen danken für ihre Arbeit. Das ist eine sehr verantwortliche Arbeit, das ist auch eine sehr schöne Arbeit und das ist vor allem eine Arbeit, die an der Zukunft arbeitet, weil es um die Kinder und Jugendlichen geht. Und das sind nun mal die Zukunft unseres Landes. Deswegen auch von mir ein herzliches Dankeschön für die Lehrerinnen und an die Lehrerinnen und Lehrer. Ich kann Sie aber bei der Gelegenheit dann auch auf eine Meldung von ITNRW heute verweisen. Offensichtlich ist nämlich Nordrhein-Westfalen ein guter Ort für Menschen, die Lehrerinnen und Lehrer werden wollen. Weil die Zahl derer, die ein Lehramtsstudium aufgenommen haben, die ist gestiegen um 7,7% in Nordrhein-Westfalen. Das ist eine sehr, sehr gute Nachricht. Und auch daran sieht man, wie langfristig manchmal das Werben ist. Sie ist vor allem für die Lehrämter an Berufskollegs gestiegen, meine Damen und Herren. Und das ist eine nochmal gute Nachricht, weil wir gerade hier wissen, dass das auch eine Schulform der Zukunft ist, an denen man im Übrigen nach 9 Jahren das Abitur erwerben kann. Das sei bei der Gelegenheit auch gesagt, nicht nur an Gesamtschulen. Deswegen zeigt es, dass hier mittel- und langfristig die Maßnahmen der Landesregierung auch wirken. Meine Damen und Herren, zu der Frage der Schulzeit am gymnasialen Bildungsgang. Ich möchte noch mal sagen, was Herr Lammert heute gesagt hat, sinngemäß. Er hat gesagt, in der Sache fair um den richtigen Weg streiten, Populismus nicht das Wort reden und gute Kompromisse finden. Und das wäre für mich der Maßstab, wie wir vielleicht die weitere Diskussion führen sollten. Und ich habe mich sehr gefreut bei der Berichterstattung über die Diskussion innerhalb der CDU-Fraktion, dass Herr Laschet es noch mal sehr deutlich gemacht hat, dass die Art der Einführung des G8 durch die Vorgängerregierung wirklich fehlerhaft war und auch damit sozusagen Problemlagen verursacht worden sind, an denen wir immer noch zu diskutieren haben, lieber Herr Stamm, und wie langfristig das wirkt. Wenn es nach Ihnen geht, bin ich wahrscheinlich noch schuld an der mangelnden Akzeptanz des G8 in Bayern. Also so argumentieren Sie, und das zeigt doch, wie platt Sie hier argumentieren, lieber Herr Stamm. Ja?
So, und jetzt sage ich Ihnen noch was. Jetzt sage ich Ihnen noch was, weil Sie sich ja offenbar als Hauptthema ausgesucht haben, sich an den Grünen abzuarbeiten, statt an guter Schulentwicklung. Die Hauptkapriole, liebe Frau Gebauer, die Hauptkapriole hat doch wohl die FDP vollzogen. Ja, die Hauptkapriole in der Diskussion um G8 und G9 hat die FDP vollzogen, die früher glühendste Befürworter war, immer auch in Begriffen gesagt und jetzt auf einmal sagt, nee, im Lichte des Wahlkampfes und der Bürgerinitiativen jetzt zu sagen, jetzt müssen wir das Ganze noch mal neu überdenken. Das möchte ich doch hier bei dieser Gelegenheit noch mal feststellen. Jetzt zum Antrag, liebe Kolleginnen und Kollegen von den Piraten. Und da bin ich Frau Vogt-Küppers, Herrn Kaiser und Frau Beer dankbar. Wir sollten nicht den gleichen Fehler, der damals gemacht wurde, man sollte aus Fehlern Konsequenzen ziehen, aber man sollte auch nicht den gleichen Fehler zweimal machen. Das ist auch, was ich aus Fehleranalysen gelernt habe. Und Sie schlagen hier vor, den gleichen Fehler zweimal zu machen. Und das wäre falsch. Das würde einen ungeheuren Druck auf die Schulen machen. Und meine Hauptbotschaft ist, dass die Schulen wissen, in diesem Jahr können sie in Ruhe ihre Arbeit weitermachen. Im nächsten Schuljahr, es wird nichts übers Knie gebrochen, keine Schnellschüsse. Es werden die Betroffenen beteiligt, die Verbände und alle, die da etwas beizutragen haben. Und deswegen braucht eine Veränderung, welcher Art auch immer, die braucht Zeit und die braucht eine gute Vorbereitung und die darf nicht übers Knie gebrochen werden. Und das sollten wir uns trotz Wahlkampfzeiten, sollten wir uns vornehmen, das zu tun. Und deswegen freue ich mich auf hoffentlich konstruktive Beratungen am runden Tisch, meine Damen und Herren. Und ein Letztes will ich sagen. Es zeichnet sich nämlich in den Vorschlägen, die da sind, zeichnet sich doch eins ab, dass offensichtlich viele sagen, wir brauchen keine Standardantwort für alle, sondern wir brauchen eine differenzierte Vorgehensweise, die sich orientiert daran, dass die Kinder unterschiedlich lange lernen für bestimmte Bildungsabschlüsse. Und das kann man in guten Schulen sehen. Und deswegen ist das eine Richtschnur für die weitere Diskussion, also Flexibilisierung der Lernzeit, systemisch angelegt im System. Und ein anderer Punkt muss bedacht sein, das ist die Vergleichbarkeit der äußeren Struktur an den Gymnasien in ganz Nordrhein-Westfalen, damit Kinder auch umziehen können in Städten, wo es zum Beispiel nur ein Gymnasium gibt. Und das ist das Manko des FDP-Vorschlags, wenn ich das noch sagen darf. Bei Ihnen wäre nämlich die Mobilität und die Vergleichbarkeit nicht mehr gesichert, wenn eine Familie nicht mehr aus der einen Stadt, wenn es da G9 gibt, in eine andere Stadt, wenn es da G8 gibt, umziehen kann. Und das wäre wichtig, dass das nicht eintritt hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Ministerin Lührmann. Alle guten Dinge sind drei. Es gibt eine Kurzintervention, die dritte, von der Piratenfraktion beantragt. Und Frau Pieper drückt sich jetzt über ihr Mikrofon ein. Läuft. Ja, vielen Dank, Frau Ministerin. Sie haben gerade gesagt, Sie würden die Unruhe nicht in die Schulen tragen wollen, um bis zum nächsten Schuljahr halt diesen Prozess wieder zu einem G9 hin machen zu lassen. Wie bewerten Sie das denn, dass wir ja einige Schulen haben, die genau diesen Antrag gestellt haben, zum Beispiel das Gymnasium aus Eschweiler, was nichts lieber tun würde, als zum nächsten Sommer wieder ein G9 in ihrer Schule anzubieten. Diese Anträge lehnen Sie ab. Wie sehen Sie es dann denn, wenn wenigstens diese Schulen, die das sehr gerne möchten, nicht jetzt damit starten können und die das überhaupt nicht als Problem betrachten, das jetzt in ihrer Schule umzusetzen? Liebe Frau Pieper, es ist so, dass unser Schulgesetz und der Rechtsrahmen für den Schulversuch, der stattfindet, eindeutig war. Alle Gymnasien hatten die Möglichkeit, sich an diesem Schulversuch zu beteiligen. Das haben die genannten Schulen getan. Das ist der Rechtsrahmen. Und an diesen Rechtsrahmen habe ich mich und will ich mich auch als Ministerin halten, weil das vernünftig und richtig ist. Das ist die ganz schlichte und ergreifende Antwort auf Ihre Frage. Vielen Dank, Frau Ministerin Lörmann. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor und damit kommen wir zur Abstimmung. Die antragstellende Fraktion der Piraten hat direkte Abstimmung beantragt. Wer also stimmt dem Inhalt des Antrags zu? Die Fraktion der Piraten. Wer stimmt dagegen? SPD, Grüne, CDU und FDP. Wer enthält sich? Bei Enthaltung des fraktionslosen Abgeordneten Schulz ist damit dieser Antrag mit breiter Mehrheit abgelehnt und ich rufe auf Tagesordnungspunkt 5.